So, an der Stelle das versprochene Video zum Thema Teamspeak. Da mache ich gleich mal den Login. Ganz simpel für ts3niemand.de. Nehme ich natürlich nur in dem virtuellen Datensystem von mir hier. Dementsprechend die ID, die da standardgemäß drin ist, nicht meine richtige. Muss ja keiner wissen. So, in dem Fall ganz normal Verbindungen verbinden. ts3niemand.de. Und Passwort sage ich jetzt nicht. Das geht auch über Join TS3 in der Homepage. Dann kann man das natürlich noch verbinden. Connected. Dann kommt man drauf, wie man hier sieht, und man ist dann drauf. Ich bin jetzt hier Gast in dem Falle. Hab den Banner da, habe unseren Facebook-Link-Button hier oben rechts in der Leiste. Über beide wird man verlinkt. Ist also in der Hinsicht ganz normales Verhalten, aber wir kommen mal zur Identität. Und zwar gehen wir auf Einstellungen, Identitäten. Da haben wir die Standard-ID, das wäre in dem Falle die hier. Und da klicken wir hier einfach drauf, so dass die markiert ist und gehen auf Exportieren. So, die sind ja auch nicht nochmal anzeigen, ja, okay. Dann exportiere ich die mir meinetwegen auf den Desktop und schreibe da TS3-ID-Test. Kann man machen, wie man will. Und fertig. So, dann haben wir die auf dem Desktop. In dem Fall hier haben wir die ID. Könnten wir jetzt theoretisch auch mit Notepad öffnen. Genau, da steht nochmal genau drin, welche Identität, welcher Name und so weiter. Und natürlich die lange Identität. In dem Falle. Steht alles drin. Die hat man dann hier gesichert. Die sollte man sich am besten ein-, zweimal sichern, wenn man schon irgendwo Server-Admin ist oder man ist irgendwo Supporter, was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Zur Identität dann nochmal. Hier kann man die Sicherheitsstufe erhöhen, wenn es notwendig ist, sage ich mal so. Aber in dem Fall können wir jetzt zum Beispiel die hier erstmal. Achso, da ich mit einer verbunden bin, geht das nicht. Okay, dann machen wir das hier an der Stelle trennen. Disconnected. Gehen auf Einstellungen, Identitäten. Klicken wir drauf, können die entfernen. Jetzt haben wir gar keine Identität, wir können aber eine neue hinzufügen. Dann haben wir hier, wie man sieht, wieder eine neue. Mit der Sicherheitsstufe 8, die andere hat 10. Wir können aber auch sagen, wir importieren etwas, dann importieren wir uns einfach die Identität. Haben wir unsere Standardidentität. Müssen die auch als Standard setzen. Das heißt, die wird in Dickschrift. Und dann passen wir wieder ein. Und können da dementsprechend wieder unsere Identität benutzen. Wie gesagt, lieber eins, zweimal mehr kopieren als zu wenig. Wer wirklich irgendwie seine ID dauerhaft behalten möchte und immer gesichert haben möchte, dass die Leute ihn auf jedem Server von überall her immer erkennen. Einfach exportieren, wenn man es woanders braucht. Vom USB-Stick oder so. Importieren. Fertig, aus Ende. Ganz simpel. Man kann hier auch noch eine RAR-Schüssel, RAR gepackte Datei packen, wo die drin ist mit Passwort und was weiß ich nicht allem, Verschlüsselung gegen Veränderungen schützen und was da alles für hübsche Button drin sind, kann man alles machen. An dem Falle hier, in dem Falle Identitäten, ganz simpel. Wenn wir das jetzt verwerfen. Einstellung, Identitäten. Wir haben hier unsere Identität, jetzt weil wir es verworfen haben noch. Und dann kann das schon losgehen. Wenn man die erhöhen möchte, sollte man in dem Falle nicht verbunden sein zu einem Server. Aber im Normalfall dauert es für 1 bis 20 dauert, glaube ich, bloß ein paar Sekunden. So, 12. Da sind wir schon auf Sicherheitsstufe 14, weil wir schon zu lange verbunden waren. Dann gehen wir auf 15. 19. Das dauert dann schon wieder ein paar Sekunden. 25. 24. Das dauert dann schon ein bisschen länger. Also sollte eigentlich gehen. Sicherheitsstufe 23. Ja, ich rauche zu viel, ich weiß. Auf verstrichene Zeit, 20 Sekunden, ist okay, da sind wir schon bei der 23. Also 23 geht schnell, jetzt sind wir hier schon bei der 25, aktuelle Sicherheitsstufe. Genau. Können wir es nicht schließen, jetzt haben wir hier eine Sicherheitsstufe 25. Jede Identität ist einmalig und kann dementsprechend nicht einfach so kopiert werden. Das bringt nicht viel. Ja, wie man auf den Server kommt, einfach verbinden, verbinden. ts3niemand.de, beziehungsweise dann Connected. über die Homepage hier, join ts3.
Kann einfach Teamspeak zum Beispiel mal ausloggen. Disconnected. Verbindung trennen. So, dann gehen wir auf die Homepage. Join TS3. Ja, ich weiß, das Passwort wird hier aufgelöst, aber es interessiert keinen Menschen. Connected. Weil das ja jeder könnte, theoretisch. So, und da sind wir schon mit dem Namen Teamspeak-User. Fertig, aus, Ende. So viel zum Thema ID, Identität, wie auch immer ihr es nennen möchtet, sichern und wiederherstellen. In dem Falle bye.